Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. In der letzten Folge haben wir ein Dinosaurier-Level abgeschlossen und das Level Deep Trouble. Das war so ein Unterwasser-Gulasch. Jetzt müssen wir im Level Road Crash möglichst nicht gegen die Autos crashen, nicht in Löcher crashen, sondern ja, die Strecke halt halbwegs ordentlich nehmen, 5 Minuten vor der Kurve vom Gas gehen, damit Crash auch nicht seine dämlichen Hampeleinlagen macht auf dem Hinterrad, und dann sollte das passen. Also es war, oh mein Gott, es war beim letzten Mal schon in Ordnung, schätze ich. Also es ist natürlich machbar, sonst wäre es ja auch, wieso sollte man sonst versuchen, wenn es nicht machbar ist. Aber ja, ich bin kein Fan von diesem Level, offensichtlich nicht. Leider, leider, leider. Gott. Ist auch schwierig hier an dem vorbeizug. Ach shit, da habe ich mir den Speed nicht genommen. Ich weiß halt nicht, ob das wirklich. Wobei. Ja, ich glaube, ich bin dieses Mal ein bisschen besser dran. Ja, jetzt habe ich auch die. Die Kurve, ich nehme die Kurven besser. Oh nein, ein heftiges Gedränge. Oh nein, wow, okay, gut. Schade. Ja, aber da habe ich den Zweikampf leider verloren. Ach Mann, oh. Ja, kann ich ja jetzt mal nebenbei erzählen. Es gibt ja auch nicht nur Crash Team Racing, sondern auch einen Nachfolger, glaube ich, der hieß Crash Nitro Kart. War das schon auf der PlayStation 2? Naja, abgesehen von dem gibt es auch noch Crash Tag Team Racing. Das habe ich damals auf einer PS2-Demo gespielt, übelst gefeiert, mir dann auch geholt und dann halt innerhalb von anderthalb Tagen oder so durchgeballert, weil das Gameplay dort ziemlich kaputt ist. Also bei den ganzen Rennspielen ist es ja so, dass du halt natürlich, ja, du hast deinen Charakter, deine Power-Ups und Co., ne, alles standardmäßig, und du versuchst dann halt natürlich Erster zu werden, aber bei Tag Team Racing ist es so, dass du deinen Wagen mit einem anderen Wagen fusionieren kannst. So ein bisschen wie beim, war das Mario Kart Double Dash, hieß es so? Wo du auch so ein Zweier-Vehikel haben konntest, wo der eine wirft und der andere fährt. Das ist dann halt da auch genauso. Du kannst halt den entweder den. Jetzt schwören können, dass ich den Speedboost jetzt habe. Du kannst entweder der Fahrer sein oder derjenige sein, der auf dem. Jetzt bin ich besser, ich bin auf dem dritten Platz, aber Crash, nimm die Kurve! Wow! Oh Gott! Das sieht nicht gut aus, war aber schätzungsweise gar nicht so schlecht. Huse. Okay, lass mal jetzt nicht weiter reden, sondern vielleicht mal im besten Fall auch direkt gewinnen. Echt? Ich hätte schwören können, dass ich wieder den Speedboost genommen habe. Ach, das ist ja sogar der letzte. Ich habe gerade überlegt, wo ist denn der Erstplatzierte? Oh mein Gott, ich bin Erster. Oh mein Gott, Crash. Oh nein, nein, der Speedboost. Okay, das ist nicht so konzipiert, dass ich den Speedboost unbedingt brauche. Nicht ins Loch. Ja, logisch. Jetzt, wo ich reden will. Ja, die Spiele hassen meine Off-Topics. Man muss sie immer wieder damit bedrohen. Dann funktioniert das auch. Ja, du kannst quasi dich an einen Computer heften und aus euren beiden Wagen wird einer fährt, der andere schießt. Und du kannst quasi dann der am Geschütz sein. Das heißt, der Computer fährt für dich das Rennen und du ballerst die anderen Feinde weg. Und so ist es quasi easy game. Also dieses Spiel ist wirklich. Weil du gewinnst dann auch, ja. Was seltsam ist, weil eigentlich müssten ja dann beide auf dem ersten Platz sein, aber du gewinnst dann das Rennen, obwohl du ja nur der Schütze bist. In Anführungsstrichen nur. Also du tust ja deinen Teil, aber naja, also es ist ziemlich kaputt. Aber es hat trotzdem neben
dem auch Doppelköpfer, Doubleheader, Doppelköpfer, oder? Der da, ja, ja, das war's, das war's. Der Gegner, genau, der Gegner wurde im Japanischen zensiert. Der hat im Japanischen nur einen Kopf statt zwei. Irgendwie fanden die Japaner das nicht so cool. Also ich glaube, das waren die Japaner, vielleicht waren es auch die Chinesen. Huch, da knallt er noch eiskalt gegen den Bildschirm. Ich glaube, ich kann die gar nicht penetrieren. Ja, neben den Rennen konntest du dich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Open-World-mäßig frei bewegen. Und das Tolle war auch, dass dieses Spiel sehr, sehr viele Zwischensequenzen hatte. Sehr, sehr viele Crash-Todesanimationen und so. Also das war schon cool. Aber also, das Spiel ist nicht schlecht. Es bietet halt nur nicht wirklich eine Herausforderung. Ja, sage ich jetzt, dann Let's Plays und halt wahrscheinlich verkacken. Ja. Was noch? Ja, es gibt auch viele GBA und Nintendo DS Titel. Also so richtig Jump'n'Run Crash Teile. Natürlich dann dementsprechend auch etwas primitiv. Weil die Konsolen ja nicht so viel Leistung haben. Die Handhelds wie die Konsolen. Aber ja, das könnte man sich dann quasi theoretisch auch noch anschauen. Abgesehen von der offensichtlichen Insane Trilogy. Auch schade. Habe ich einen Checkpoint gehabt? Ja, ich hatte einen. Und naja, wie gesagt, es gibt dann natürlich auch dann die ganzen schlechten Teile, wie beispielsweise Crash of the Titans und so. Also die richtig, richtig schlechten Spiele, die du noch nicht mal wirklich gespielt haben musst. Das reicht wirklich, wenn du dir irgendwie so ein 2-Minuten-Gameplay ansiehst. Du merkst sofort, okay, ja, oh, ja, das ist nicht mehr wirklich Crash. Also er sieht auch richtig behindert aus. Also nicht nur das Spiel ist behindert, sondern du siehst dem Crash auch richtig an, dass alles behindert ist. So ein bisschen wie wenn Leute in 3-Tage-Bart haben. Du siehst den Leuten an, dass sie, keine Ahnung, ein bisschen durch mit ihrem Leben sind. Also gut, das was für eine Aussage. Also ja, nicht jeder, der ein 3-Tage-Bart hat, hat Probleme mit seinem Leben, aber es wirkt halt irgendwie so, man wirkt dann so geschafft irgendwie. Ja, naja. Also so, ich muss sagen, ich muss gestehen, ich mag Bärte im Allgemeinen nicht. Weil du dadurch älter wirkst. Ganz egal wie alt du bist, wenn du den Bart hast, wirkst du automatisch älter. Also ich finde das bei vielen YouTubern finde ich das schrecklich. Weil die viele sehen auch ohne Bart super aus und könnten wirklich noch so als 20, 30 durchgehen. Aber ja, die Leute wollen halt auch älter aussehen, sag ich mal, ne? Ich meine, okay, wenn du 14, 15 bist, sag ich mal, dann freust du dich natürlich über ein Bart. Dann siehst du älter aus, yay. Aber ich kann es nicht verstehen, dass so Leute wie sag ich mal, Simon und so von Rocket Beans, Leute wie Simon, Nils und Eddie, die ja sowieso schon 40, 50 sind, 30, 40, ich glaube, ja, irgendwas dazwischen, dass die dann noch älter aussehen wollen. Sie sind doch schon alt. Also da wäre es doch eigentlich psychologisch korrekt, wenn sie versuchen wollen würden, jünger auszusehen, oder nicht? Wieso? Ja, er hat Invincibility Frames. Ich kann ihn nicht sofort töten. Ich muss erstmal warten, bis der da seine... Das ist gerade schrecklich, was ich gerade tue. Ich sollte damit aufhören, ich habe nicht mehr viele Leben. Ja, ich greife ihn einmal an und dann ist er kurz unbesiegbar. Das ist schlecht. Da, ich sollte dann einfach weiterlaufen. Ne, und so. Also ich finde das wirklich schrecklich. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Entweder sie denken, dass sie dann älter aussehen, oder sie denken halt wirklich, dass sie cool aussehen. Aber meist sehen sie dann richtig ungepflegt aus. Ja. Also klar, man kann auch gepflegt mit einem Bart aussehen. Das ist dann immer so die Frage, wie man das auch findet und bla bla bla. Also, ja. Ich sehe unter anderem ja auch mit Bart bestimmt aus wie, keine Ahnung, bestimmt Mitte, Ende 20, Anfang 30, locker mit Bart, locker,
Aber ja, dementsprechend sehe ich ohne Bart aus wie 15. Und ich mag, wenn ich die Wahl habe. Ich finde ja sowieso, dass das Leben mit 30 keinen Sinn mehr hat. Also, wenn ich die Wahl habe zwischen auszusehen wie ein 30-Jähriger und auszusehen wie ein 15-Jähriger, dann, dann nehme ich natürlich, bin ich gerne der kleine 15-Jährige. Aber so ist das auch, ja, sag ich mal, bei Mädchen so. Ja, dass die so in dem Alter versuchen, also wenn die so 14, 15, 16 sind, schminken sie sich, damit sie möglichst älter aussehen. Und später, wenn sie dann alt sind, schminken sie sich, damit sie jünger aussehen. Ja, also da macht es Sinn, aber so sich als Alter noch einen Bart anzuschaffen, ich weiß ja nicht. Also ich unterstütze die Bart-Ideologie nicht. Aber ja, es gibt schätzungsweise Leute, die sehen mit Bart gut aus und naja. Hä? Stehe ich nicht drauf? So, ja. Wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Wie bin ich auf das Thema Bart gekommen? Ich weiß es gerade nicht, ist aber auch egal. Und dann ist es auch noch eine Frage des... Hui. Eine Frage des... Stimmt, ich habe auch einen Doppelsprung. Des Bartwuchses, ja. Also das kannst du ja... Das muss, sollte ich vielleicht auch sagen, dass ich... Ich habe auch vielleicht nicht den besten Bartwuchs. Also wenn du einfach... Wenn dein Bart nicht gut wächst, dann kannst du auch nichts machen. Ja, da hast du einen Scheiß. Dann kannst du höchstens einen ankleben, sage ich mal. Aber, ne? Das ist dann auch eine Sache, die kannst du nicht unbedingt beeinflussen. Wo der wächst und wie intensiv der wächst. Ob das gut aussieht. Da hast du nicht unbedingt hundertprozentigen Einfluss drauf. Aber ja, abgesehen von den ja, normalbärtigen gibt es dann auch wirklich Leute, die haben dann auch so ein Megabart. Der geht dann irgendwie... Der ist dann 5-6 Meter lang, wo du dir auch so denkst, aha, okay. Also es gibt natürlich wie überall dann so eine gewissen Extrem. Naja, muss natürlich jeder für sich wissen und so, ne, nicht falsch verstehen. Ihr seid jetzt keine, ups, für mich keine schlechten Menschen, wenn ihr einen Bart habt oder so, aber ja, ich verstehe es halt wirklich nicht, wieso man sich selber älter machen will, wenn man schon über 20 ist. So unter 20 macht es vielleicht noch Sinn, aber über 20 definitiv nicht. Ja, ich glaube, wie sieht's denn aus hier? Das ist so eine dämliche Geschichte hier. Ich schätze, ich sollte mal mich vielleicht mal wieder auf Spielen konzentrieren. Ja. Und dann mal diese fucking Ziege wegmachen. Ich habe irgendwie Angst vor der Ziege. Weshalb ich dann direkt springe. Aber das sorgt dann wiederum dafür, dass... Ja, guck mal, er schießt doch schon von da. Ja, aber das... Okay. Ja, natürlich sind wir kurz vor Ende. Logisch. Ui, so viel Gegners. Oh. Verfände ich. Ich schwöre euch. Das hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn er mich jetzt da noch penetriert hätte. Frage... Wir haben ja, weil es ein gutes Jump'n'Run ist, immer die Möglichkeit, in vorherige Level zu gehen, um Leben zu sammeln. Aber ich würde einfach mal schauen, wie weit ich damit komme. Dann können wir auch vielleicht irgendwann auch mal den Game-Over-Bildschirm sehen. War das jetzt nicht die 15? Hab ich die 13 übersprungen? Huch, sorry, ich habe die 13 übersprungen. Okay. Ich speichere jetzt aber sicherheitshalber mal. Nicht, dass das Spiel dann Allahu Akbar geht und mich ins Hauptmenü wirft. Hier quasi keine Continue-Funktion gibt. Spiel später, new. Lul. Moment, das ist doch falsch. Hier wollen wir hin. Wie hieß denn jetzt eigentlich? Habe ich darauf geachtet? Ja,
klar, Double Header. Okay, und was haben wir hier? High Time. Hohe Zeit. Irgendwie sowas? High Time? Du hast ja schon einige Partys platzen lassen, aber ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Wenn du nicht umkehrst, werde ich dich und dieses Universum ewig dafür büßen lassen. Ja, jetzt hat er wieder die Maske aufgehabt, ja? Ja, ich frage mich spontan schon, was unter anderem dieser Synchronsprecher, ah, das war so klar, jetzt macht. Wie gesagt, der war damals, hat er gefühlt, jedes Spiel, hat er in jedem Spiel 5 Synchronrollen gehabt. Aber jetzt, ich weiß nicht, ob der dadurch genug Geld bekommen hat und sich zur Ruhe legen konnte. Und ob er jetzt arbeitslos ist. Er klingt ja hier zumindest, ja, ich würde sagen, nach Mitte 20, aber das kann auch täuschen. Kann auch täuschen. Ich werde da vielleicht mal irgendwann mal so ein bisschen googeln und das dann vielleicht mal in die Insane Trilogy reinpacken. Oder jetzt irgendwann, wenn ich hier nochmal eine Folge mache, zwischendurch eine Pause mache. Wer weiß, es kommt drauf an, inwiefern mich das Spiel noch richtig abfuckt. Okay, ich wollte gerade sagen, drehst du dich auch mal um. Was seid ihr? Seid ihr Ryus? Oder wie ist der Ninja von Ninja Gaiden? Hatte der überhaupt einen Namen? Ich glaube, das war ein Ryu. Ja. Ja, aber es fällt dann schon auf, dass es doch eine Menge, dass eine Menge recycelt wird, ne? Ich meine, okay, das ist jetzt Nacht und das ist, es hat neue Features, wie beispielsweise diesen Teppich hier. Diesen Teppich finden Sie nur hier und nur jetzt im Sonderangebot, bestellen Sie heute. Aber ja, es ist die, abgesehen davon, dieselbe Thematik, dieselbe Musik. Ich weiß ja nicht. Ach ja. Ich vergesse immer wieder, dass ich den fucking Doppelsprung habe. Also es ist jetzt nicht falsch verstehen, es ist jetzt nicht mega schlecht. Ich vergleiche es nur, versuche es ein bisschen mit dem Zweier zu vergleichen. Ich meine, er ist natürlich selbstverständlich besser, definitiv besser als der erste. Der zweite natürlich auch besser als der erste, logisch. Aber das ist jetzt so die Frage, die ich gerne mir selber bis zum Ende des Let's Plays beantworten möchte. Ob der dritte besser ist als der zweite. Ups. Aber vielleicht sollte ich mich ein bisschen aufs Spielen konzentrieren. Oh nein, nein, Moment, wieso bin ich denn jetzt hier? Shit. Das ist ja jetzt doof. Ja, gleich wieder am Leben. Sehr, sehr gut. Ach ja, sicherheitshalber mal warten. Habe ich eigentlich schon wieder meine Uhr? Okay, ja, eine Minute noch. Herzlichen Glückwunsch. Ach, da hinten, da ist der Checkpoint. Fuck. Mal schauen, ob wir den vielleicht noch in der Folge kriegen können. Hui, das war ja wieder knapp. Okay, super. Was schmeißt ihr da? Kann ich das vielleicht nochmal sehen? Nee. Ich wollte gerade sagen, sind das Molotovs? Nee, das sind irgendwie einfach Vasen, die ihr angezündet habt oder so, ha? Das da ist wahrscheinlich auch wieder etwas, das man erstmal freischalten muss in einem anderen Level oder so. Ich meine, so, da klingt das Handy. Ja, sie sind ja, ich dachte anfangs, dass die irgendwie Wächter
Bosse der verschiedenen Epochen sind. Ich meine, Dingodil hat ja auch gesagt, yo, 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 ich will die Eiskristalle haben. Dabei war ja nirgendwo Eis, ne? Und dieses Araberland hier, das hatten wir ja, glaube ich, auch im ersten Warpraum in den... Wow, das war aber knapp, das war Glück. In den ersten 5 Leveln, also... Mir fehlt da, sag ich mal, so ein bisschen die Struktur. Also, die war ja, sag ich mal, im zweiten da. Die fand ich ganz cool. Aber es ist natürlich nur eine Glaubensfrage. Wenn ihr das anders seht, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit der Let's Play Crash Bandicoot 3. In der nächsten Folge schauen wir mal, wie lange wir denn nun letztendlich noch mit den 3, 4, 5, 6 Leben überleben können, die wir haben. Oh, guck mal. Waren die Kristalle auch schon vorher da? Die Edelsteine? Ich sage immer irgendwie Edelsteine, wenn ich Kristalle meine und andersrum. Das ist eine schlimme, schlimme Angewohnheit. Das war 2013 auch schon so. Tut mir leid. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ja, wieso hat die eine Fähigkeit sich da gerade gedreht? Ja. See ya.